ihr Lieben und wunderbar, dass ihr euch reingeklickt habt. Heute ist Friends Day. Ich beantworte jeden Mittwoch viele eurer Fragen und ich würde sagen, wir legen los. Und Swantje stellt heute die erste Frage. Auf welches Reiseziel hättest du momentan und sehr spontan Lust? Also ganz spontan würde ich sagen, ich fliege nach Mallorca. Da habe ich schöneres Wetter und da habe ich das Wasser. Es ist nicht weit und da komme ich schnell hin und schnell wieder zurück. Und ja, aber auf so eine Städtereise hätte ich auch spontan Lust. So spontan Mailand oder spontan Budapest oder so. Ja, da gibt es noch so ein paar Städtchen, die ich einfach abklappern möchte. Ja, ich könnte mich da, glaube ich, gar nicht so sehr entscheiden. Auf jeden Fall wäre es eines von diesen Zielen, so ganz spontan und mal eben. Ja, und vielen Dank für deine Frage. Du hast bei mir jetzt ein bisschen Fernweh geweckt, aber diesen Monat bleibe ich einfach mal hier. Und Maria fragt mich, baust du eigentlich irgendwas in deinem Garten an? So Gemüse, Kräuter, irgendwie so in dieser Richtung. Sie schreibt, sie ist bald stolze Hausbesitzerin. Herzlichen Glückwunsch. Und hat dann einen Garten und möchte das gerne mal von mir wissen. Ja, ich habe auch einen Garten und der ist momentan sehr laubbedeckt und nein, ich habe noch nichts im Garten gepflanzt, außer Blumen und außer Bäume. Und ich habe Kräuter, die sind aber in Töpfen, die kann man also jederzeit reinholen. Aber ich bin ehrlich, habe es bis jetzt nicht geschafft, irgendwas im Garten anzubauen, weil die drei Kinder halten mich doch ganz schön auf Trab. Und nee, bis jetzt noch nicht, aber wir haben drei Obstbäume und ich bin schon ganz stolz darauf, dass ich die Äpfel einfach gepflückt habe oder aufgesammelt habe und gelagert habe. Und das habe ich irgendwie hinbekommen. Zu mehr war irgendwie keine Zeit. Und so ein Garten ist ja immer viel Arbeit, aber ich finde es wirklich sehr schön. Und wenn die Kinder größer sind, dann könnte ich mir auch durchaus mehr im Garten vorstellen. Stichwort Hochbeete und so. Ja, aber davon träume ich ja wirklich. Raus in den Garten, einen Salatkopf abschneiden, zurück in die Küche, Salat zubereiten und fertig ist es. Und das ist einfach perfekt. Und wenn man einen schönen Gemüsegarten hat, ist das auch ein wirkliches Geschenk. Aber so weit bin ich irgendwie noch nicht. Und Christina fragt, warum ernährst du dich eigentlich nicht vegan? Ich bin ja laktoseintolerant und kann einfach Milchprodukte nicht vertragen, nur wirklich in geringsten Mengen. Und da bin ich froh, dass der Parmesankäse ja so gut wie laktosefrei ist und dass ich das so ein bisschen essen kann. Obwohl ich den gar nicht oft konsumiere, aber irgendwie diese Ausnahme ist mir irgendwie wichtig, weil man mit Parmesan natürlich auch toll würzen kann und weil ich es mir hin und wieder nicht nehmen lasse, einfach mal eine Lasagne zu überbacken. Also ich ernähre mich jetzt nicht zu 100% vegan. Ich esse hin und wieder mal Parmesan-Käse, aber es gibt in meinem Alltag Ausnahmen. Wenn ich eingeladen werde und hat jemand einen Kuchen für mich gebacken, dann frage ich dann nicht explizit, ob da Eier drin sind. Wenn jemand mir sagt, Mensch, den habe ich laktosefrei gemacht und der ist ohne Ei, weil ich habe an dich gedacht, dann bedanke ich mich und finde das wunderbar. Aber für mich ist in erster Linie wichtig, keine Laktose und erst im zweiten Schritt, ist es vegan oder nicht. Weil meine Erfahrung ist, da muss man auch immer aufpassen, dass man niemanden vor den Kopf stößt mit seinen Ernährungsgewohnheiten. Weil es gibt ja auch Leute, die sich mit Ernährung gar nicht so sehr beschäftigen und mit denen hat man ja auch hin und wieder zu tun. Man muss da eine gute Mitte finden zwischen, ist es laktosefrei oder nicht oder oh, das esse ich jetzt nicht, weil du hast ein Ei da reingemacht. Und da muss man immer gucken, wie man damit umgeht. Aber die meisten Leute wissen, dass ich mich fast vegan ernähre und benutzen beim Backen keine Eier oder auch keine Milchprodukte. Und dafür bin ich auch dankbar. Ich habe euch ja auch schon mal von meinem allerersten Versuch erzählt, Vegetarier zu werden. Das hat damals nicht hingehauen, weil ich einfach nicht hundertprozentig dahinter stand wahrscheinlich und weil ich gesagt habe zu mir, so ab heute lässt du das total. Und mein Kopf hat sofort gesagt, okay, das und das nicht wieder. Und ich habe irgendwie ganz viel dann an Fleisch denken müssen, viel eher als vorher und das ging jedenfalls total in die Hose und deswegen halte ich mir die Sache jetzt mit dem Parmesankäse offen und ich bin auch immer der Meinung, man sollte eine Ernährungsform wählen, die man auch gut durchziehen kann, die man auch länger beibehalten kann und deswegen lege ich mir so keinerlei Verbote auf. Es kommt manchmal, wie es kommt, aber meistens ist es doch vegan, weil es mir einfach auch schmeckt und es mir seitdem viel, viel besser geht, wenn ich so gut wie keine Milchprodukte und keine tierischen Produkte zu mir nehme. Aber es ist mein Stil. Der passt manchmal nicht so ganz in eine Schublade, aber es ist so, wie es ist. Und ja, also nicht 100% vegan. Und Mümmel fragt, hast du eigentlich noch eine andere Küchenmaschine oder machst du alles mit dem Thermomix?
Also, ich habe noch meine alte Küchenmaschine von Braun, die Multiquick, und die habe ich im Keller aber eingemottet, weil ich in der Küche nicht so viel Platz habe. Aber ich habe gedacht, die Küchenmaschine geht noch und wer weiß, falls der Thermomix mich irgendwie verlassen sollte, dann habe ich zumindest noch ein Ersatzgerät. Aber im Moment benutze ich nur den Thermomix als Küchenmaschine und bin sehr zufrieden. Ich vermisse irgendwie gar nichts. Das war eine gute Anschaffung und das ist momentan mein fleißigster Küchenhelfer. Und Lia Home schreibt mir über Instagram, wie sieht's denn aus mit deinem eigenen Weihnachts-Countdown? Machst du alles in letzter Minute oder wie ist das da bei dir von der Planung her? Ja, also, ich versuche sehr organisiert ans Weihnachtsfest ranzugehen. Ich nehme mir sehr viel vor. Ich trage mir auch manche Sachen in den Kalender ein, damit ich einfach erinnert werde an viele Besorgungen. Und ich bin doch schon ganz gut immer vorbereitet. Ich versuche alles so schnell wie möglich und auch noch vorher zu erledigen, weil ich einfach weiß, dass in letzter Minute es einfach zu stressig wird. Und wenn die Weihnachtsferien so anfangen, möchte ich es einfach auch genießen und dann möchte ich nicht nur Vorbereitungen treffen. Und deswegen denke ich jetzt wirklich schon an Weihnachten. Ich habe schon einiges an Geschenken gekauft und habe auch schon angefangen, den Adventskalender so ein bisschen zu organisieren und schon so kleine Geschenkchen für die Kids zu kaufen. Und im Kopf habe ich zum Beispiel auch schon, wo kaufe ich jetzt meinen Baum? Brauche ich noch irgendwelchen Baumschmuck? Wie will ich das alles dekorieren? Also ich habe schon meine Liste, die ich so langsam versuche abzuarbeiten. Und damit es einfach nicht stressig wird und damit in der Weihnachtszeit einfach Zeit bleibt zum Genießen für Weihnachtsmärkte. Und weil die Vorweihnachtszeit ist einfach so schön und die möchte ich einfach genießen. Auf jeden Fall bin ich schon total dabei, weil ich einfach auch weiß, Mensch, auch in den Weihnachtsferien wollen wir mal schwimmen gehen oder jeder will was unternehmen noch vorher und ich habe einfach keine Lust, da 5 Tage vorher Vollzeit in Weihnachtsstimmung, Weihnachtsstress irgendwie zu sein. Ja, und deswegen bereite ich mich optimal jetzt schon drauf vor, damit ich nachher schön die Füße hochlegen kann. Und Kitty Kills hat mir eine Nachricht über Instagram geschrieben. Sie fragt, wie stehst du eigentlich zu Wolle, Angora und zu Lederwaren? Damit ist ja sehr viel Tierleid verbunden. Wie stehst du dazu? Und sie schreibt noch darunter, sie will nicht verurteilen, sondern einfach mal fragen, weil es sie einfach persönlich interessiert. Und sehr nett. Und wie stehe ich zu Wolle, Angora und Lederwaren? Ja, also in meinem Kleiderschrank findet man vieles. Ich habe Wollpullover, ich habe auch Pullover mit einem kleinen Angora-Anteil. Ich habe auch Halstücher aus einem Seidengemisch. Ich finde, es ist ein schwieriges Thema und ein wichtiges Thema. Und ich glaube, dass auch keiner möchte, dass für seine Kleidung oder für seine Tasche oder für seine Schuhe Tiere gequält werden. Aber ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich mache mir Gedanken darüber und ihr gebt mir auch ganz viele Anregungen, auch nachzudenken. Aber ich glaube, es geht vielen Leuten so. Wir sehen eine Tasche oder wir sehen irgendwelche Schuhe und wir haben im Kopf, hey, das lässt sich so tragen und sind begeistert, aber wir blenden dann einfach auch oft den Hintergrund aus, weil wir das manchmal nicht sehen wollen oder nicht sehen können oder weil wir uns in diesem Augenblick einfach mal keine Gedanken darüber machen. Das finde ich menschlich, aber ich weiß, bei mir gibt es da auch noch viel zu tun, aber für mich ist es immer ein ganz langsamer Prozess, wie wahrscheinlich mit den Bio-Lebensmitteln. Man muss da erst langsam mal sich reinschnuppern und langsam sich entwickeln. Ich bin jetzt kein Typ, der alles so knall auf Fall umsetzt und sagt so, ab heute jetzt nichts mehr davon. Aber ich finde es wirklich schwierig im Alltag, weil wir reden jetzt ja nicht nur über den Essensbereich, über den Kleidungsbereich und über den Beauty-Bereich, sondern es geht noch in viele andere Bereiche. Und wenn ich das zum Beispiel jetzt mal weiterspinne, ich reite zum Beispiel auch und sitze da auf einem Ledersattel und habe da eine Ledertrense und da ist ja auch ganz viel aus Leder. Oder wenn ich so manchmal an Autos denke, da gibt es ja auch Stoffsitze und Ledersitze und es begegnen uns im Alltag ja sehr, sehr viele tierische Produkte, auch im Möbelbereich, obwohl ich jetzt da nicht so auf Leder so abfahre, aber es ist ja auch eine Geschmackssache. Aber es gibt viele Bereiche, die von tierischen Produkten irgendwie durchzogen sind. Darüber sollte man einfach auch mal nachdenken. Ja, aber ich mache mir natürlich schon viele Gedanken darüber und ich schaue da nicht weg. Mir ist das auch klar. Und aber trotzdem kann ich momentan nicht alles hundertprozentig umsetzen. Aber ich finde es gut, dass du nachgefragt hast und ich hoffe, deine Frage ist so ein bisschen beantwortet. Und aber darauf muss ja auch aufmerksam gemacht werden. Und Fräuleins fragt mich, wie läuft eigentlich ein normaler Tag bei dir ab?
Ja, ein normaler Tag. Wie läuft der ab? Es ist schon ein bisschen unterschiedlich, aber ich stehe meistens um 5.30 Uhr auf, verschwinde im Bad, mal mit mehr oder weniger guter Laune und dann bereite ich ein kurzes Frühstück für die Familie vor. Mein Mann weckt die Kinder und macht die so ein bisschen klar und dann frühstücken wir. Manchmal zusammen, manchmal nicht. Kommt drauf an, wie lange Zeit wir einfach noch haben. Dann fahre ich meistens meine Tochter erst in die Schule und danach meinen Sohn in den Kindergarten. Und wenn man dann schon mal unterwegs ist, erledige ich sehr gerne ein paar Einkäufe oder gucke, was kann ich vorbereiten, was kann ich machen. Und wenn ich nach Hause komme, dann kümmere ich mich meistens um meinen kleinsten Sohn. Der will auch irgendwie was essen und der will ein bisschen bekuschelt werden und dann kümmere ich mich um den Kleinen. Und wenn ich merke, der spielt in Ruhe, dann mache ich auch oft was für den Kanal. Ich schneide ein bisschen was oder ich fotografiere was oder ich drehe ein bisschen was. Kommt drauf an, wie das so passt. Und dann wundere ich mich jedes Mal, dass ich schon wieder los muss. Meistens hat meine Tochter erst Schulschluss, dann hole ich meine Tochter ab und danach hole ich meinen Sohn aus dem Kindergarten. Ja, dann fahren wir nach Hause und dann essen wir Mittag. Und an manchen Tagen spielen wir am Nachmittag hier oder die Kinder haben Aktivitäten, gehen zum Sport oder treffen sich mit Freunden. Und gegen 18 Uhr essen wir gemeinsam Abendbrot. Der Tag vergeht einfach wie im Fluge. Und danach mache ich die Kinder alle fertig und bringe sie ins Bett. Und dann mache ich noch das, was so gemacht werden muss. Oder ein bisschen Hausarbeit und mache alles klar. Stelle nochmal eine Waschmaschine an. Oder es kommt ein bisschen drauf an, was jetzt getan werden muss. Ja, aber ich glaube, ich habe so den Alltag, den fast jede Mutter einfach hat. Mehr oder weniger attraktiv, mehr oder weniger aufregend. Ja, und jeder Tag ist natürlich ein bisschen unterschiedlich und aber so in etwa sieht das aus. Und Pianate fragt, kannst du ein Shampoo empfehlen? Ja, es kommt drauf an, jeder hat ja unterschiedliche Haare und meine Haare sind ja jeden Tag anders. Ich zum Beispiel finde das Shampoo von Lavera mit der Ringelblume sehr, sehr schön und das Apfelshampoo. Mit den beiden Shampoosorten komme ich sehr gut zurecht. Aber gerade bei Shampoo ist es ja auch schwierig. Jeder mag da einfach was anderes gerne. Aber beim Lavera Apfelshampoo mag ich den Geruch sehr gerne. Es ist ein sehr, sehr mildes Shampoo und es ist auch ein sehr leichtes Shampoo. Und das mit der Ringelblume ist zum Beispiel etwas reichhaltiger und etwas für spröderes Haar, für trockeneres Haar. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Aber das sind so die Shampoos, die ich auch ganz gerne verwende und musst du einfach mal ausprobieren. Es gibt es auch in Probiergrößen, aber ich finde die Shampoos von Lavera echt gut. Die nächste Frage kommt von Marissa und sie fragt, was machst du eigentlich, wenn du mit Freunden essen gehen möchtest und es gibt nichts Veganes auf der Karte? Ja, das ist mir noch nie passiert. Also ich habe bis jetzt immer im Restaurant was zu essen gefunden. Und wenn nichts Veganes auf der Karte steht, dann frage ich einfach nach. Mir ist es wirklich noch nie passiert, dass jemand zu mir gesagt hat, es gibt nichts Veganes für sie. Und bis jetzt hatte ich da irgendwie immer Glück. Und auch wenn ich mal nachgefragt habe, ob es was Veganes doch gibt, wurde ich immer sehr, sehr freundlich bedient. Und gerade finde ich, in den letzten Jahren hat sich das Ganze sehr, sehr verbessert. Viele sind auf Veganer mittlerweile total eingestellt und sagen, ja, wollen Sie das mit Hafersahne, mit Sojasahne, mit Reissahne? Und mittlerweile kann man sich ja schon vieles aussuchen. Und nee, das hatte ich bis jetzt echt noch nie. Ich hatte bis jetzt echt Glück. Und bei uns ist es auch so, wenn wir mit vielen Leuten essen gehen, dann gucken wir schon vorweg bei der Restaurantauswahl schon genauer hin, ob da jeder was findet, ob da jeder mit happy ist. Und wir haben so 2, 3 Läden, wo wir alle gerne hingehen und das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Aber es ist mir wirklich noch nie passiert, dass ich irgendwo am Brot knabbern musste. Nie. Bis jetzt habe ich immer was Leckeres gefunden. Und Sabine sagt, was sagst du eigentlich zu Sport in der Schwangerschaft? Und was hältst du von Spinning in der Schwangerschaft? Ja, also ich finde Sport in der Schwangerschaft super gut und ich habe während meiner ganzen Schwangerschaft Sport getrieben. Aber natürlich ist das so eine Frage, die man nicht allgemein beantworten kann, weil jeder einfach anders ist. Aber es kommt natürlich immer drauf an. Hat die Frau schon vorher Sport gemacht? Wie wohl fühlt sie sich dabei? Verläuft die Schwangerschaft unproblematisch? Und was ist das natürlich für ein Sport? Das muss natürlich jeder letztendlich selbst entscheiden. Es gibt vom Gynäkologen natürlich immer Empfehlungen. Aber wenn man vorher schon irgendwie was gemacht hat sportlich, dann ist das überhaupt kein Problem. Ich habe zum Beispiel einen sehr sportlichen Beruf gehabt und bin dann ja mit meiner ersten Tochter schwanger geworden, habe wirklich noch sehr lange gearbeitet. Ich hatte keinerlei Probleme, Sport hat einfach zu meinem Leben dazugehört. Und es wäre für mich, glaube ich, komischer gewesen, mit dem Sport ganz aufzuhören, weil das meinem Körper einfach schon so gewohnt war.
Beim Spinning, finde ich, muss man immer gucken. Man sollte auf jeden Fall schon vorher Spinning gemacht haben, weil es natürlich schon eine große Herausforderung ist für das Herz-Kreislauf-System. Und selbst wenn man vorher schon viel Spinning gemacht hat, dann sollte man wirklich immer darauf achten, viel Widerstand aus dem Fahrrad zu nehmen, damit man einfach sich nicht überfordert. Denn gerade beim Spinning kann man sich ja schon ganz gut fordern und dann auch schnell überfordern. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit wenig Widerstand trainiert und auch sehr, sehr vorsichtig ist, Spinning kein Problem ist. Aber ich kenne es natürlich auch andersrum. Es gibt auch Menschen, die können das einfach nicht einschätzen und überfordern sich maßlos. Ja, generell finde ich Sport in der Schwangerschaft gut. Bewegung ist auch wichtig, natürlich nicht zu viel. Und man sollte sich auf jeden Fall eingestehen, wenn man mal einfach nicht in Form ist, wenn man einfach mal sich ausruhen möchte. Auf keinen Fall sollte es zu einer Überforderung kommen, weil so eine Schwangerschaft ist zwar keine Krankheit, aber an manchen Tagen ist es eben doch anders. Das kennt wahrscheinlich jeder aus Erfahrung, der schon mal schwanger war. Und man sollte immer auf sich achten und das Ganze auch immer mit Vorsicht genießen. Und Biolina möchte gerne wissen, wie bewahrst du eigentlich dein angebrochenes Mandelmus auf? Das tue ich immer in den Kühlschrank. Sobald ich es aufgemacht habe und verwende, tue ich es immer in den Kühlschrank. Das wird natürlich irgendwann ein bisschen hart, aber wenn ich runter zum Beispiel morgens in die Küche gehe, dann hole ich das Mandelmus eigentlich immer als erstes raus. Dann wird es halt schon so ein bisschen weicher und dann kann man das ganz gut verwenden. Ja, aber ich habe das immer im Kühlschrank. Und Bella und ich fragen mich über Instagram, könntest du dir vorstellen, Weihnachten im Süden zu verbringen? Ja, eine schöne Frage. Ich habe bereits mal Weihnachten im Süden verbracht und zwar auf Lanzarote. Ich habe früher mal auf Lanzarote eine Zeit lang gearbeitet und in einem großen, schönen Hotel. Und es war eine sehr schöne Erfahrung, mal was total anderes. Und ich wollte es unbedingt machen und habe den Winter mal komplett auf Lanzarote verbracht. Und ich mag die Kanaren sehr. Das Wetter ist sehr, sehr gut. Man hat über Weihnachten eine gute Wettergarantie. Die Kanaren sind einfach klasse, auch im Winter. Ist nicht zu heiß, ist ein bisschen windig. Man kann da aber schon toll im Pullover rumlaufen, hin und wieder auch mal im Meer schwimmen gehen. Also ich mag die Kanaren sehr gerne. Aber es war irgendwie schon komisch, weil das Hotel natürlich weihnachtlich geschmückt war und ich persönlich kam nicht in Weihnachtsstimmung. Und am 6. Dezember, als der Nikolaus damals in unser Hotel kam zu den Kindern, daran kann ich mich noch gut erinnern, da habe ich gedacht, was soll das denn jetzt? Ach ja, ist ja Dezember, stimmt, ist ja hier Nikolaus und es war total warm und man hatte total andere Sachen im Kopf. Wir waren da irgendwie surfen und am Strand, aber Nikolaus... Ja, es hat irgendwie was, ist aber irgendwie total komisch, jedenfalls für, glaube ich, einen Deutschen, weil wir sind doch eher anderes Wetter gewöhnt. Aber ich kann mir schon vorstellen, Weihnachten auch mal in wärmeren Gefilden so irgendwie zu genießen. Und das machen ja auch ganz, ganz viele. Thailand und so ist ja immer sehr beliebt im Winter. Aber ach, ich finde es doch irgendwie ganz schön, auch zu Hause zu sein Weihnachten, bei der Familie. Und ja, ich mag es irgendwie schon auch, wenn es Weihnachten ein bisschen kälter ist oder wir Schnee haben oder so. Aber ja, gut, ist schon mal cool. Muss ich jetzt nicht jedes Jahr haben. Und ja, aber es war sehr, sehr schön. Und Weihnachten auf den Kanaren kann ich wirklich empfehlen. Und schönes Katrinchen hat mich über Instagram gefragt, wie stellst du dir dein YouTube-Leben in 10 Jahren vor und welche Projekte würdest du dann am liebsten umsetzen? Oder wo führt dein Weg hin? Was möchtest du für dich selber erreichen? Gar keine so leichte Frage, aber in 10 Jahren, dann bin ich 49, aber auch dann geht das Leben ja weiter, habe ich mir sagen lassen. Und ja, also ich hoffe natürlich, dass ich in 10 Jahren immer noch auf YouTube bin, weil es mir einfach super viel Spaß macht und weil ich einfach das total schön finde, Videos zu machen. Mir macht der Schnitt Spaß, mir macht es unheimlich Spaß, Musik auszuwählen und so mein eigenes Programm für euch zu machen. Das ist schon irgendwie sehr schön und ich hoffe, dass ich das so weitermachen kann. Ja, und was für Projekte möchte ich umsetzen? Ja, also bei mir ist es ja so, ich habe zu einem Zeitpunkt mit YouTube angefangen, wo es echt schwierig ist und schwierig war oder immer noch ist, weil ich habe kleine Kinder. Und das bedeutet natürlich, dass ich wenig Zeit habe und dass ich mir meine Zeit gut einteilen muss. Und so einen YouTube-Kanal zu machen, wenn man kleine Kinder hat, ist eine kleine Herausforderung. Es macht mega Spaß, aber man muss natürlich schon gucken, wann kann ich ein Video drehen, wann kann ich schneiden, wann habe ich Zeit.
Zeit, mir auch Gedanken zu machen, die Ideen wachsen zu lassen. Und meine Kinder werden natürlich immer größer und das macht es natürlich für mich auch einfacher, weil jeder einfach selbstständiger ist. Und an Projekten möchte ich so vieles einfach umsetzen. Ich weiß nicht, ob ich das letztendlich kann, aber ich möchte einfach mehr reisen und die Kamera einfach mitnehmen. Ich möchte in Städte fliegen und mir es anschauen und vielleicht die Kamera mitnehmen. Mir fällt da wirklich so viel ein und ich würde sehr gerne in europäischen Ländern über Wochenmärkte schlendern und schauen, was gibt es da an Produkten, was ist da beliebt, wie kochen die Menschen da. Ich meine, ich weiß es zum Teil, wie die Leute in Europa kochen, aber ich möchte es mir einfach vor Ort gerne anschauen. Und sowas möchte ich unbedingt machen und dazu braucht man natürlich in erster Linie Zeit, die ich zum Beispiel jetzt nicht habe. Aber das wären so Sachen, die ich super gerne machen würde. Und was möchte ich persönlich damit erreichen? Ja, also vor ein paar Jahren gab es ja den Kanal noch gar nicht und ich glaube, ich habe schon erreicht, was ich erreichen möchte. Und zwar, dass ich irgendwas mache, was mir super Spaß bringt, was ich selber bestimmen kann, was ich selber gestalten kann, wo ich selber kreativ sein kann und ja, und das auch noch teilen kann mit vielen Menschen. Das finde ich einfach schön, das macht mir total Spaß und ich weiß nicht, was sich jetzt daraus entwickelt. Mein Kanal ist ja auch noch sehr klein. Und ich wünsche mir natürlich, wie jeder YouTuber, ein bisschen zu wachsen und einfach den Kanal noch ein bisschen voranzubringen. Klar. Ja, und wo es da ganz genau hingeht, weiß ich halt nicht. Das weiß niemand. Und ich glaube, das macht die Sache auch so spannend. Aber solange ich Spaß daran habe, ist es mir eigentlich relativ egal, wo es hingeht. Die Freude daran muss erhalten bleiben. Und das ist jetzt schon seit mehreren Jahren so. Und ich hoffe, das bleibt auch noch lange so. Aber ja, ich mache das total gern, was ich tue. Und ich denke, der Rest kommt von alleine. Der Friends Day ist doch immer wieder schön. Ich bedanke mich für eure Fragen. Und ihr wisst, ihr könnt die Fragen auch über Instagram oder über Facebook stellen. Schreibt mir einfach eine Mail oder ab damit in die Kommentare. Ja, auf morgen freue ich mich auch. Da gibt es ein neues Video hier auf meinem Kanal ab 13:30 Uhr. Und ich würde sagen, bis morgen und tschüss.